Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wir sind heute wieder back in Rogue Company. Und ja, gucken wir mal, wie es heute läuft. Und ich bin schon mal gespannt, Leute, was so geht heute. Weil die Lobbys sind, naja, 50-50, sagen wir mal. Auf jeden Fall hauen wir mal heute wieder rein in Rogue Company. Gucken wir mal, dass wir wieder einen Win holen. Und ja, wie ihr seht, wir spielen schon mit Talon wieder. Mal. Naja, ich habe bis jetzt noch nicht hochgekriegt auf dem auf ein Level. Könnte man sagen eigentlich, ne? Naja, gucken wir mal. Schön entspannt heute mal das Level machen. Und ja. Hoffentlich sind unsere Mates diesmal besser. Ich habe jetzt schon davor eine Aufnahme gehabt, die war kompletter Cringe. Also wirklich, die Mates, die waren einfach nur Vollnoobs auf ihrem Gebiet. Digga. Ach ja. Extraction. Activate the bomb or eliminate all enemies. So, gucken wir mal, wie es läuft. So, Scanner hier platzieren, perfekt, schon gespottet. 60 Sekunden remaining. Wie konnte er mich... Ja genau, Digga, er ist genau an der Wand hier gewesen, ey, ich soll die lächerlich. Ja komm, Mann, ich werd gedownt, Alter, von dem... Ey, mein Schild nervt gerade so hart. Gibt's da nicht. Oh, jetzt zieht er durch. Ach, ist süß, sagt man aber immer. Ja, down ihn. Der hat's nämlich jetzt durchgebracht. Ja, ja. Okay. Die Zeit zwischen den hin und her, zwischen der Waffen, Digga, und dann zielen, ist jetzt zu mega lang. Gefühlt. Ich glaube, selbst im Battlefield ist die Zeit kürzer. Mal ausprobieren. Ja, ja. Ich versuche auch die Woche mal noch ein Battlefield 5 Gameplay rauszuhauen. Ich habe momentan wieder richtig Bock, Battlefield 5. Ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen kein Battlefield 5 mehr gespielt, weil ich einfach so sehr übersuchtet hatte. Davor die ganzen Wochen habe ich wirklich immer am Switch Battlefield 5 gespielt, Digga. Dann hatte ich jetzt keinen Bock mehr. Gehabt. Ja, ich glaube, kommt einer von hinten rein. Oh, wir haben schon gewonnen. Crisis averted. Great work. Ba 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 da ba da ba. Move here. Easy. Abgeräumt. So, gucken wir mal, dass wir jetzt auch richtig gut noch so abräumen weiterhin. Sind ja noch ein paar Runden. So, ich hätte nicht gedacht, dass die Aufnahme so gut wird, ey, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Diesmal ist mein Team wohl nicht so voller Vollnoobs. Auch wenn ich mich echt dumm angestellt habe, Digga, am Anfang. Muss ich zugeben. Aber soll man sagen, ne? Man denkt, dass die Mates mit durchbrechen, Digga, oder zumindest Feuerschutz geben, Digga, aber nope. Nopidi-dobi. Einer.
Ja, der will wir weg. Er ist hier vorne von. Enemy spot. Hä, Digga, alles klar. Wie konnte er nicht mal einen Headshot kassieren, Alter? Digga, was ist denn nur los in dem Game, Mann? Da, 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 da. Mach ihn platt, mach ihn platt. Ja, komm, Digga. Komm, Mann, Alter, was war das für ein schlechtes Gameplay, Digga? Was machen eigentlich die anderen, Digga? Wie sind die überhaupt verreckt, Digga? Hä? Digga, hä? Alter. Mann, ey. Manchmal frage ich mich echt, Digga, wie schlecht spielen die manchmal. Ja, das C4 hätten wir gut gebrauchen können. Move here. Go here. Enemy spotted. Enemy spotted. Move here. Leute. Ja, wir haben eine Runde verloren, wie ihr schon seht. Eigentlich ja, ja. 30 seconds remaining. Ja, ich war kurzzeitig AFK. Leider. Was soll ich sagen? All hostiles eliminated. Beautifully done. I'm on the objective. Tja, soll man sagen, ne? Ist zwar jetzt ein bisschen doof gewesen, ne? Aber naja. Oh, ich bin voll aus dem Atem, Digga. Rennst du hier über sonst wohin, ne? Ah. Oh. Das ist echt nervig gewesen jetzt. Move here. Und jumping. So. Move here. Move here. Acknowledged. Move enemy spotted. Acknowledged. Lethal out. Das ist also das für eine Spezialfähigkeit. What goes around, partner? Lethal out. Boom, Alter, das hat gezischt. Und er ist auf Karte. Und wir haben in 3, 2, 1 gesiegt. Mission accomplished. Ba, 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 ba. Nice. Sieg. Easy. Haben wir einen Sieg geholt, Leute. That works. Cool. Nur noch eine Runde und dann haben wir gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gameplay so gut wird. Aber tut mir auch leid, dass ich einen kurzen Cut reinmachen musste. Wie gesagt, das ging gerade nicht. In dem Moment, ey. Ja, immer zum besten Momenten kannst du nicht, ne? Oh. Auch zum letzten Gameplay noch, Leute. Ich hab's voll verpeilt, ne, Digga. Ich hab mir gedacht die ganze Zeit über, ja, ey, Digga, ich hab voll verpeilt, doch irgendwas zu machen, ne? Da bin ich erst dann am Freitag drauf gekommen. Och, Mann, Digga, ich wollte doch das Gameplay hochladen. Also, ich hatte schon am Donnerstag angefangen, ne? Aber ich hab dann am Freitag das fertig gemacht mit dem Hochladen. Aber ich hab's, wie gesagt, vollkommen vergessen, Digga. Vollkommen. Dankeschön für die Entdeckung. Hä, vor allem, hä? Digga, hä? Hä? Ich hab die Dynamit C4 zuerst geworfen, Digga. Läuft. Hä, ja, moin, Alter, warum sind die alle down? Yeah, I'm okay now. I've got the objective. We control the site. Defend it. Enemy spotted. Oh mein Gott, ich hab sie geholt, Alter. OMG, ich hab den Win geholt, Leute. Als Ausgleich zwei Runden Sieg geholt, Mann. Junge, Alter, wirklich. Würde ich sagen, Alter, für das kurze AFK sein, Alter, haben wir ausgeglichen mit zwei Wins geholt. Also, ich würde sagen, eine geile Runde gewesen. Wenn es euch gefallen hat, das Gameplay, dann lasst mal bitte ein Like da. Dann weiß ich, yo, das Gameplay, davon wollt ihr mehr sehen, von Rogue Company. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wahrscheinlich eher im nächsten Video, weil Livestream werde ich erstmal nicht. Weil, wie ihr wisst, Internet ist halt nicht so gut. Ich werde aber vielleicht nochmal World of Warships streamen, da der letzte Stream halt echt nicht schlecht ankam und auch, ja, ihr ansonsten das gefeiert hattet.
Ich werde auch mal ein Gameplay wieder aufnehmen, wollte ich eigentlich machen, statt Rogue Company, aber ich habe mir gedacht, so Rogue Company, Digga, komm, züchte nochmal eins raus, ein schönes Gameplay. Und ich werde auch weiterhin Rogue Company hier bringen, weil ich mag das Game recht gut, es macht eigentlich recht Bock und es ist auch ähnlich wie Overwatch, also ich werde auch vielleicht mal Overwatch wieder raushauen, nach Ewigkeiten, ich habe ja wirklich lange kein Overwatch mehr rausgehauen und so weiter, deswegen, ja. Deswegen, das erste Mal seit langem eigentlich. Ich glaube, also am Anfang, als ich den Kanal hatte, hatte ich Overwatch gebracht, ne? Dann habe ich es Ewigkeiten halt nicht mehr gebracht, weil ich nur noch Battlefront und Battlefield gebracht habe. Und jetzt mache ich dann wieder alles so durcheinander, ne? Aber naja, kreativer Freiraum nennt man das. Durch einen neuen Namen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß, Leute, mit Rogue Company. Gönnt es euch, es ist nicht teuer, es kostet, glaube ich, sogar nur ein paar Cent momentan. Und ja, ich kann es nur empfehlen für Leute, die es so an sich mögen, mit halt vorgegebenen Charakteren, mit vorgegebenen Fähigkeiten und so weiter zu spielen. Ja, ist es auf jeden Fall was. Also ich wünsche euch wirklich viel Spaß damit. Haut rein, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.